Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rising World. Diesmal ganz kurz und knapp. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Schreibt unten Kommentare rein. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns sehr, sehr gerne. Falls ihr mitspielen wollt, lasst uns auch gerne eine Nachricht in den Kommentaren. Und jetzt viel Spaß mit Rising World. Stimmt, war eine Konsole. So, jetzt mal ein ernsthaftes Thema, und zwar, wie abhängig seid ihr eigentlich von euren Smartphones? Also, wo ist mein Handy? Zwar, ist deine Freundin süchtig? Nee, eigentlich nicht, also finde ich gar nicht. Es hat eine aus Amerika, eine 12-Jährige, meine ich, 12 oder 13, versucht, ihre Mutter zu vergiften, weil ihr Handyentzug bekommen hatte für eine Woche. Oha. Und dann hat sie ihr so ein Chlorgemisch ins Essen gemischt und ins Trinken. Und Alter. Ja, zum Glück ist es gut gegangen. Also bei dem Essen, das war irgendeine Suppe. Da hatte die Mutter sich nichts bei gedacht, warum die so riecht. Die hat gesagt, ja okay, keine Ahnung, vielleicht wurde der Topf frisch gereinigt und Spülmittel ist ein bisschen oder so da reingekommen. Macht ja nichts aus, ne? Ja. Aber als die Tochter ihr dann ein Glas Wasser bringen sollte und das dann auch so gerochen hat, hat die Mutter die Tochter halt drauf angesprochen und dann hat sie sie halt voll angeschrien und gesagt, ja, das kannst du mir mein Handy abholen. Ja, da ist halt Chlor, Chlorin nennt sich das, oder? Bin mir da gerade ganz... Chlorix kenne ich. Ja, ich glaube, das war es eher nicht. drin und ja, ich meine, dass man mit seinem Smartphone, dass man da oft dranhängt, ja gut, aber direkt seine Mutter zu vergiften ist so eine Sache, ne? Ja, es könnte ein bisschen kritisch werden, ja. Ja, das muss man sich erstmal trauen, ne? Ja. Boah. Hida, magst du mal kurz deine Steine aus dem Inventar rausdroppen? Du könntest auch einfach aus der Kiste holen, wo ich die ganze Zeit die Steine reintue. Wo ist denn die Kiste? Du bist mindestens schon dreimal dran vorbeigelaufen, wenn du in die Mine gehst. Ach so, cool. Ich muss den Ausgang erstmal wieder finden hier von der Mine. Ja, aber das ist schon ein bisschen krass, ja. Ja, ist es. Also musste ja mal ein halbes Jahr lang auf mein Smartphone verzichten. Was? Weil es war kaputt. Bei Samsung ist ja der An- und Aus-Knopf bzw. der Standby-Knopf auf der rechten Seite. Ja. Und jetzt haben wir schöne viele Steine. Danke, Ida. Und immer wenn ich da drauf gedrückt habe, dann ist ausgegangen. Ja, genau. Also komplett aus und hat sich dann neu gestartet. Und die haben es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, das zu reparieren. Und nach einem halben Jahr habe ich dann einfach von einem S3 auf ein S4 gewechselt, weil Expert Klein mir ein neues Handy gegeben hat, ein S4. Oh. Als Entschädigung. Und Flo, geh mal auf Fliesen und sag mal, welche Fliesen ich fürs Badezimmer verwenden soll. Warte. Ja, es ist schon in der heutigen Zeit schon schwierig ohne Handy. Nimm mal die mit der ID 155. Oder warte mal. Oder 154, ich kann mich nicht entscheiden zwischen 154. Du musst erstmal gucken, wie die Farbe von der Wand aussieht, ob das überhaupt harmoniert. Das habe ich doch gesehen vorhin. Ich war doch schon oben in dem Haus. Also ich würde ja eigentlich sagen 155, obwohl 155, ja, warte mal. Dann sage ich jetzt mal 156. No! Boah, nee. Ohne, dass ich sie gesehen habe. Hättest du lieber 153 gesagt, hätte ich vielleicht noch. Das sieht eher aus wie Schwimmbad, finde ich. Ja, das sieht richtig aus wie Schwimmbad. 150 ist zu doof. Ah, nimm mal, also ich würde die 100... Ja, nimm 100, 155. 155. Du bist okay. Der Interieur. Du machst Interieurdesign, machst du. Oh. Ach, scheiße. Jetzt ist der Bacon verbrannt.
Das zum Thema, ne? Immer ein Auge drauf haben, ne? Ja, ich hab's noch gesagt. Aber seht ihr, liebe Zuschauer, das wollte ich nur mal zeigen. Bacon kann also auch verbrennen auf dem Grill. Genau. Ne? War überhaupt nicht unbeabsichtigt oder so, ne? Nee, überhaupt nicht. Übrigens, Fail, wenn du die Blöcke platzieren willst nachher, ne? Also wenn du so lang ziehst, ne, dann musst du auch die rechte Maustaste drücken, während du die linke Maustaste gedrückt hältst, ne? What the fuck? Du ziehst die mit der linken Maustaste, ziehst du die Blöcke? Hältst die linke Maustaste gedrückt, wenn du fertig bist, und drückst dann die rechte Maustaste. Ah, ja, okay. Ja, sag das doch. Ja. Ja, realistisch, man isst verbrannten Bacon und kriegt Schaden dadurch. Ja? Kennst du das nicht? Hä? Kennst du das nicht aus dem Real Life? Also, ich hab das Ding habt ihr euch entschieden. Deine Freundin macht Essen, ne? Dann sagst du, oh, schmeckt nicht, und dann ist verbrannt und dann kriegst du eine gescheuert. Dann nimmst du auch Schaden. Ja, das stimmt wohl. Also ist doch realistisch. Ja. Oh Mann, wie krass die Entwickler da gedacht haben, ne? Ja, die haben halt noch keine Frauen im Spiel implementiert, also von daher. Das ist gut. Obwohl, wir brauchen demnächst ja eh eine. Wieso? Wir können mal hier, wie hieß die von gestern? Smiley, ne? Smiley? Mit Erik, ja. Oder? Ja, genau. Die können wir ja fragen, weil, ja bald gekocht wird. Also, ne? Wird ja bald hinzukommen. Ja. Die Kochfunktion. Und da brauchen wir ja irgendjemanden, der kocht. Schoter hätte sich auch schon mal angeboten. Aber wir können auch gerne Smiley fragen und Erik. Ja, dann müssen wir Showtech aber vorher. Ach nein. Hm? Er ist gesagt, da müssen wir Showtech noch schnell zu einer Brust-OP schicken oder sowas. Ach, gibt noch genug zu essen, das reicht auch. Stimmt. Billiger wahrscheinlich zum Endeffekt noch. Ja, eigentlich schon, ja. Wir können einfach den Bacon geben, der nicht schmeckt hier. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit dieser blöden Kiste hier? Ich glaube, ich mache die Kiste leer. Und reiß sie ab. Jemand Einwände? Die kannst du gerne entfernen, ja. Dann hole ich jetzt meine Streitaxt raus. Weg. Wenn so man aus dem Badezimmer einfach nur noch den Namen Hidan sieht. Weil das Klo besetzt ist. So, ich sammle den vergammelten Bacon mal ein hier. Wir haben ja zum Glück eine Mülltonne hier. In der Mülltonne kann man übrigens auch Gegenstände entfernen, die man nicht mehr braucht. Einfach reinschieben und dann sind die gelöscht. Oder liegt noch. Ja, ab rein mit dir, ne? Ja, ich hätte da, glaube ich, auch das Serverpasswort von reingeschmissen. Ich dachte, das wird da gesaved werden. Aber anscheinend war dem nicht so. Ja, und liebe Zuschauer, wenn ihr natürlich noch irgendwelche Ideen habt, was wir bauen sollen, schreibt es am besten da unten in die Kommentare rein. Oh, ich sehe sie nicht. Wo sind sie? Den Uhidan. Unter dem Video. Sind die Kommentare. Zu sehen nachher. Da bauen wir es, oder setzen wir das Ganze sehr gerne um. Und wenn ihr sagt zum Beispiel, ey, baut mal eine Burg, dann bauen wir eine Burg. Sagen wir, nee, keine Lust. Oder das. Oh, ja. Baut euch selber eine. Ja. Natürlich können auch ausgewählte Community-Mitglieder, wenn sie Lust haben, auch sich gerne bewerben und einfach melden, wenn sie mitspielen wollen. Wenn sie so sagen, hey, ihr habt voll den tollen Server, darf ich mitmachen? Unter Flo's Telefonnummer 0805-4646. Ja. Das habe ich gemacht. Was? Oh, ich habe den Chat geöffnet. Ich habe schon gedacht, wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ja, wir werden also noch weitere Hütten bauen im modernen Stil, im alten Stil, im neuen Stil, im trendigen Stil, im Altkleiderstil, wo ich jetzt gerade hier dann sehe. Im Flo seinen komischen Stil. Im Flo mein, im abstrakten Stil sozusagen dann. All das und noch viel mehr werden wir natürlich auch noch bauen. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Wo sind die nächsten Steine? In meinem Inventar. Ah. Gibst du mir bitte Steine? Ich hätte gerne ein paar Steine. Ich muss nur was für dich an die Wand bringen. Okay. Wo denn? Wo die Treppe dann aufhört und die große Höhle reingeht. Ja. Ich guck es mir eben an.
Bild hochladen. Jump. Versuchen. Autsch. So. Da bin ich immer gespannt, was da jetzt für ein Bild kommt. Ich muss das mal wieder klein machen, weil das nimm dir jetzt mal die Größe an von dem vorgehenden Bild, was du benutzt hast. Ja, das war ja riesig. Das Vorgängerbild. So, wo kommt das Bild jetzt hin? Guck mal auf das. Man darf gespannt sein, was da jetzt kommt. So. Falling can be deadly, warte mal. Please stay on the trail. Ach, hier ist ein Weg rund. Ach so. Kannst du mir die Steine aus dem Inventar nochmal geben? Tu sie in die Kiste. Mist. Wir müssen hier aber noch so ein Gitter hinbauen, glaube ich noch. Für dich, ja. Wo ist denn hier der Ausgang jetzt? Ach da. Boah, der ist echt versteckt hier, ne? Also. Das ist schon krass. Wenn man nicht ganz genau weiß, wo es rausgeht. Ja, so ein Absperrgitter, weißt du, so hier Florian-proofed oder so. Genau, wäre das eigentlich nicht mal ein Job für dich, dass du so Sachen testest? Ach, da unten habe ich noch Steine im Inventar, hups. Ich hätte noch Steine im Inventar, Mist. Ja, das wäre eine lustige Option. War das ein Nebenjob? Ja, ich glaube, der Nebenjob könnte aber ziemlich tödlich werden auch. Ja, Hauptsache sicher. Was? Wie? Hauptsache sicher? Für die anderen, ja. Also wenn Florian hier gestorben ist, dann stirbt der Rest nicht. So. No. Ich habe aber noch eine Frage an dich, und zwar, dafür musst du erstmal hochkommen. Ich komme hoch, ja, warte. Ja, mach ich gleich die Steine. Hui, wie kann man bei Steam nochmal Bilder machen? Warte, bleib so. F12. Bei mir, ich habe es auf F11 gelegt, aber F12 geht auch, ja. Ja. Oh. Ja, okay. Nee, können weitermachen. So. Komm hier rein. Ach so, los. Ich soll mitkommen. Ich dachte, du wolltest nur ein Foto machen von mir. I'm a model. Paint me Gott. Like one of your French girls. So. Was für eine Decke soll man nehmen? Also, schau dir das an. Warte mal, ganz kurz. Bleib mal kurz mit deinem Kopf so stehen. Bleib mal stehen. Boah. Ah, paint me like one of your French girls. So. Was für eine Decke, ja. Gute Frage. Ja, dann kannst du jetzt mal runter in die Blockbank kommen und dann können wir mal schauen. Was soll das hier drin werden? Das Bad. Ja. Ja. Okay. Die dann darf natürlich auch mitentscheiden. Wo sind denn Decken hier? Stahlbeton, Putz, Fliesen, Marmorfliesen, Kupfer? Kupfer? Wir können natürlich auch diese Ornamentfliesen wieder nehmen für die Decke, aber. Nee, das ist zu viel. Wie wär's denn mit. Was haben wir hier? Marmor? Oh ja, Marmor ist doch schön. Nee, wobei für die Decke ist ein bisschen viel, ne? Ich meine, Rohstoffe haben wir eh genug. Wie wär's denn mit. Mit so einer schönen Stahlbetondecke? Nee, ist auch doof. So schön richtigen, geilen, recyceltes Metall. Ja. Kupfer? Nee, Kupfer war ich eben gerade schon. Marmor? Wie wär's denn mit Marmor? Wobei, nee, Marmor ist irgendwie. Doch, hier, 167. Warte, ich suche gerade Marmor. Marmorfliesen. Ich wäre bei Fliesen 156. Warte mal, Fliesen 156. Ja, sonst nehmen wir die für die Decke, dann durfte ich gern. Ja, dann nehmen wir 156 für die Decke. Okay. Willst du Decke und Fußboden verschiedenes machen, was? Ja, denke ich. Ach, jetzt habe ich vergessen, meine Fliesen zu machen. Oh. Mensch, Flo. Ach so, Flo, bevor du weggehst, du wolltest noch Fliesen machen, ne? Wollte ich nur daran erinnert haben. Danke, ja. Habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Ich habe mir gedacht, bevor du es vergisst, ne? Ja, ist sehr aufmerksam. Finde ich gut, dass du mich daran erinnerst. Die Entwickler, ich glaube, ich schreibe die mal nie, hier soll ein Presslufthammer hin, wenn man irgendwas wegmachen muss oder so, ist schlimm. Ja. So ein Presslufthammer wäre echt schon ganz cool. Oh. Warte.
worauf? Nee, ich habe gerade einen Hänger gehabt. Achso. I got a hangover. Ja. Whoa. Weg. Eieieiei. Ay, caramba. Muchas gracias. So. Du hast so alle Steine von Hidans Kiste geholt? Oder? Ja, hab ich. Du dir? Brauchst du noch welche? Ja, ich brauche jetzt gerade ein bisschen. Ich habe aber nur die fertig gecrafteten hier schon. Achso, ja, nee, dann ist egal. Ich hab die alle schon fertig reingehauen. So, jetzt brauche ich Fuck. Was?